Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Part vom LCPDFR-Mod für GTA 4. Ja, ihr habt uns gerade erwischt, wie wir ein bisschen Hotdog essen waren mit lecker Frankfurter. Oder Frankfurter, I don't know. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal auf Streife. Und zwar gibt es noch nicht so wirklich die neuesten, besten, tollsten Fahrzeuge für ELS Version 8, finde ich. Deswegen habe ich jetzt einfach nochmal den Cruiser genommen, den wir schon mal hatten. Allerdings hatten wir den damals in Weiß. Aber ich habe ja dazu gesagt, dass es denselben halt dann auch nochmal mit schwarzen Texturen gibt. Und ja, den nehmen wir halt einfach mal. Dann haben wir schon wieder Homeless People, die ich jetzt einfach mal nicht annehme, bin ich mal ganz knallhart. Weil wir doch schon mehr als genug Obdachlose verscheucht haben, gegen die ich eigentlich nichts habe. Aber naja, gehört halt zur Aufgabe unseres Jobs hier. Wenn der Eigentümer nicht mag, dass da irgendwer rumlungert, dann sind wir natürlich dafür da, um die zu vertreiben. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen das Fahrzeug bisschen an. So, was ist das? Police, okay. Ja, ist halt ans Los Angeles Police Department ein bisschen orientiert. Aber dennoch eine schicke Textur, beziehungsweise dennoch, was heißt dennoch? Als ob das LAPD ausschließt schöne Autos zu haben. Vielleicht auch gerade deswegen ein schönes Fahrzeug. Weil es halt relativ schlicht ist und ja. Ich finde es sehr gut, muss ich sagen. So, dann werden wir den Guten nochmal anhalten. Kann der stehen bleiben vielleicht, oder? Der erste Fail. Könntest du jetzt bitte anhalten? Wäre echt super. Wäre... Oh mein Gott, ihr seid so strunzdumm manchmal. Halt jetzt an, sonst schieße ich dich aus dem Auto. Könntest du anhalten? Ich habe übrigens wieder einen Kollegen mit. Den guten Barack. Gott verdammt. Du verblödete Pissnäcke mit deinem dämlichen... Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall ein komischer, klobiger Bus. Bist sowas anfällig. What's up? What's up? Na komm, fahr. Jetzt interessiert mich der Mugging überhaupt nicht, der ist Fuzzi sitze dran. So. Übrigens jetzt Blinker. Script installiert. Und ja, mal gucken. Ich glaube, den werde ich eigentlich seltenst benutzen, aber naja. Was man hat, das hat man, wa? So. Jetzt bist du dran, pass auf. Aufpassen. So. Kollege. Könntest du mir mal sagen, was da hinten los war? Aber sowas von. So, Papiere bitte. Die drehen schon wieder ab hier bei uns. So. Na, Daniel Odell. O'Donnell. Aha. Kontrollieren wir. Sitzen bleiben. Abchillen und abwarten, was ich hier mache. Pass auf. So, wir gucken mal. Nathaniel O'Donnell. Klingt wie Zahnputzpasta oder so. No active warrants. Mhm. Naja, die Lizenz ist einigermaßen clean. Dadurch gebe ich mir jetzt einen fetten Strafzettel, weil das ist ja unmöglich, wie der uns da schon weggerammt hat. Also, they issue a warning, issue citation. $100 natürlich. Also, denn schon. Hier ist gleich der nächste, der ein nicht verkehrstüchtiges Fahrzeug hat. Den werden wir uns auch gleich mal schnappen. Steig ein, Kollege. We've got things to do. So. Hier komme ich mal gar nicht mehr aus der Arbeit raus. Na komm. So, genau. Irgendwo kann man ja auch Warnblinker anschalten, das ist der. Perfekt. So. Na sicher.
Okay, den schnappen wir uns. Würde ich sagen. Wie zum Teufel? Ach so, okay. So, was ist jetzt hier im Ruckler? Und vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, wo ich hinfahren soll, weil ich schon wieder mal das Radar vergessen habe anzuschalten. Geradeaus, okay. Hätten wir das Radar nicht, ich wäre tot. Im wahrsten Sinne, das war... ne? Ihr wisst schon, was ich meine, halt, ich spreche nicht so mein Ding wie immer eigentlich, aber ich gebe mir Mühe. Oh Gott. Übers Ziel hinaus, würde ich sagen. Kann man jetzt eigentlich aus dem Fenster schießen? Tatsächlich, weil früher konnte man das in der Weise das ELS das Auto dauernd repariert, und wenn man da die Scheibe natürlich aufschlägt, der ist natürlich sofort wieder zu, wenn man die Sirene anhat. Glaube ich zumindest, dass es daran lag. So, haben wir ihn. Der Zweifel ist noch ganz stark. Aber warte, warte, warte. Ich kann ja immerhin schon mal. Kollege? Kollege. Okay, jetzt ist er Geschichte. Okay, der ist ja mal sowas von gefickt, würde ich sagen. Vorher war es aber auf dem Weg, weil die werden wir hier brauchen bei den Idioten, die sich gleich neben dem brennenden Auto stellen. Naja. Polizei. Dein Freund und Helfer. Komm, steig ein. Aber die fühlen sich wohl wahrscheinlich neben dem... neben der Hitze. Da kommen sie. Und löschen das gute Feuer. Gut, dass es klappt für mich übrigens. Naja, einigermaßen zumindest. Ja, gleich zwei, oder siehst du? Voller Einsatz hier. So. Und wir begeben uns wieder auf Streife und räumen erstmal ein bisschen hier die Straßen auf. Der fährt auch wie betrunken, aber ist ja nichts Neues. In Liberty City habe ich wahrscheinlich jede Folge behauptet, dass die alle durchweg wie besoffen durch die Kante kutschen. Und wie hängt der denn auf dem Motorrad drauf? Wollen wir mal checken. Stimmt hier Hell's Angels oder so? Habe ich jetzt gesehen, übrigens ein Dokumentarfilm über die Hell's Angels, dass... ja, nee, ist klar. Dass die, weil die ja keine Waffen tragen dürfen oder durften oder so irgendwo, stattdessen Zimmermannshämmer am Motorrad führen und ja, damit hat die den Leuten den Kopf einschlagen. Besser als nichts, oder? Also... was ist denn das jetzt? Wie soll ich hier parken, Kollege? Das ist eine Zumutung. Uah. Aha, jetzt. Ja, na sicher. Also, die Straße ist breit genug für dich, Pieselkopf. Da kannst du ruhig mal und so, ne? What? Okay. Einfach mal so, ne? Bestimmt, den kann ich bloß gerade nicht, aber ist egal. Die Lizenz bitte. What? Dave Robertson und Stanley Wells. Wir checken natürlich beide. Hold on a second. So, wo sind wir? Da sind wir. Wie hieß er? Dave Robertson. Achso, nee. Okay. Na? No matches found. Dave Robertson. Robertson. Hab ich da geschrieben. Dave Robertson. Keine Ahnung, warum das neuerdings irgendwie Fehler mir anzeigt. Dave Robertson. Na jetzt, weil ich das wahrscheinlich genau so schreiben muss und nicht alles groß, nicht alles klein und so weiter. Okay, der ist schon mal clean, würde ich sagen. So, dann gucken wir noch den Stanley uns an. Stanley Wells. No actives, okay. Na gut. Schade. Aber was willst du machen? Da kannst du nichts machen, steckst du da drin, ne? So, dann... vielleicht mal einen Helm aufziehen wäre angebracht. Deswegen gebe ich dir gleich mal eine
Strafe von 60 Dollar. Bitte, nächstes Mal Helm oder kannst schieben, mein Junge. Ist jetzt aber ja nur in Anführungszeichen ein Roller. So, dann verpisst euch. So. Haben wir die noch ein bisschen nervös und die mal hinter den herfahren. Und dann stimmt die Sache. Warte, ich kann auch blinken. Wohin will ich? Links. Der blinkt ja nicht mehr, siehst du das? Solche Pissnelken. Nee, 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 du. Na komm, fahr, es ist grün. Das nehme ich jetzt aber an. Sorry. So, erst noch Geld abgezwackt und jetzt umgefahren. Alex Cardenas ist jetzt mein Name. Oh, Kollegen. Gleich auf der Polizeistation. Mhm. Realistisch, realistisch. Muss ich schon sagen. So. Krabbelt mir gleich mal die Nase. Das war ja... Na, also. So. Die Knarre nehme ich einfach mal so mit. Ohne jetzt die Beweisaufnahme zu starten. Jetzt drehen sie alle durch irgendwie. Kann das sein? Ja, sorry, aber ein bisschen eng, ne? Das ist natürlich ein ganz harter hier. Ja. Da würde ich auch schreiend davon rennen. Naja. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal ein neues Fahrzeug. Oder das ist ein bisschen langweilig geworden, oder? Wir nehmen uns mal hier so einen schicken. Die gefallen mir echt super. Weil die hinten ein bisschen runder sind. Ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Gefällt mir. So. Jetzt habe ich schon den Blinker und benutze ihn nicht mal. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. In der Abendsonne von Liberty City fahren wir hier Streife. Und hinter ich mal eine Personenkontrolle durchführen, wie ich finde. So. Von dem hier nämlich, der hier so rumrennt, nonchalant. Guten Tag, Mr. LS... Nee, LCPD, sorry. Man kann sich ja mal vertun ein bisschen, ne? So, ich hätte mal gerne die ID, wenn sie eine dabei haben. Perfekt. So, Lee Gay. Ja, das ist natürlich ein Name, der Programm ist. Gut, dann checke ich den mal eben durch. Lee Gay. Na, das ist ja Wahnsinn, du. Und zwar hat Lee Gay wahrscheinlich nichts am Hut stecken. Also stecken bestimmt. Naja, gut, egal, wir wollen nicht weiter eingehen. Dann einen schönen Abend noch, Mister. Absolut. So, was machen die denn hier? Auf den gestrigen Tag warten oder ein bisschen auf Abnehmer warten für Bewusstseinsarbeit nach dem Mittel vielleicht? Okay. Wir haben Besseres zu tun gerade. So. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo da rechts. So, ob der mich sieht, ja. Okay, kommt der jetzt so hochgefahren oder? Ne, schade. Schade, schade, schade. Wo ist er denn? Der kommt mir aber nicht entgegengefahren, ey. Ob nicht ein bisschen höflich. Wir können hier rein. Oh, shit. Ach. Na, so einer wieder. So.
So, wir rahmen ihn einfach mal wieder weg, würde ich sagen, wie in einem anderen Part bereits. Okay, ganz einfach natürlich. Also, was ist das von der Stimme? Das ist ja grauenvoll. Oh, wer schießt ja? Oh shit. Wieder das Feuer. Wir machen das mit dem Kunden im Platten. So. Und zu schießen, das wäre echt ein Vorteil. Shit stain. So, wir haben weiter Platten. Das ist schon mal schlecht für ihn. So, überall im Platten wahrscheinlich hat er jetzt gerade so wieder. Und deswegen wird es ein bisschen einfacher für uns, ihn abzudrängen, weil er halt empfindlicher ist, ins Rutschen zu kommen. Natürlich keinen richtigen Crit mehr. Und da kommt man schon mal ins Schleudern. Worauf ich jetzt einfach mal hier setze bei dem. Boah. Das ist meine Verfolgungsjagd. Halleluja. Wow, Limo. Sorry. Oh, shit. Gut, die Kollegen haben ihn, wie es scheint, so ein bisschen festgesetzt zumindest. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Wer beschießt denn hier wen, wenn ich fragen darf? Lass jetzt die Waffe fallen. Okay, er hat es echt nicht anders gewollt. So. Perfekt, würde ich sagen, oder? Just perfect. So. Gut, gut. So. Also hier ist mein Auto ziemlich geschrottet, aber würde ich sagen, wir rufen mal den Mechanic. Sofern es jetzt nicht allzu... Achso, ja, ist klar. Sofern es jetzt nicht allzu viele Umstände macht. Wo ist es denn? Da vielleicht, ja. Fix the closest police car, please. Ja, natürlich, steig immer gern mal wieder auf meine Motorhaube. Und bitteschön. So, vielen Dank. Oh, goddammit, und tschüss. Take care of this baby, bye. What? Ach so, der Mechaniker. Ja, nee, ist klar, okay. Das klang ein bisschen strange. So, wenn wir schon mal auf dem Weg sind, können wir gleich mal hier ein bisschen auf dem Highway lang cruisen oder was es ist. Natürlich ist hier Leute anhalten ein bisschen schwerer, weil sie halt meist direkt ans Beton rechts und links an die Leitplanken da fahren. Ob man sich dann nicht mehr hinstellen kann, um zu kontrollieren. Deswegen kann man eigentlich meistens die rechte Spur nutzen dafür, weil es in der Hoffnung, dass der halt auch rechts anfängt und nicht nach links, wobei es hier jetzt geht, aber wir können den mal... Oh, genau. So. In der Hoffnung, dass uns jetzt niemand umfährt. Ganz einfach mal. So. Na dann. Allgemeine Verkehrsrolle, schönen guten Abend. Aber ja. Die Fahrzeugpapiere bitte. Ed O'Connor und Eli Young. Oh. 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 Ja. Willkommen in Liberty City. Okay, wir fragen hier gar nicht weiter nach Lizenzen. Wir lassen die einfach mal weiterfahren und machen woanders unsere Tour. Wir steigen dir mal aufs Dach ein bisschen und labern wieder, weil die Musik uns sonst wieder wahrscheinlich... Was ist jetzt los? Könntest du bitte einsteigen? Wir haben... Things to do. Things to do. Wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich zum Teufel hier runterkomme. Irgendwo muss noch eine fucking Ausfahrt sein. Ah, hier ist. So. Oh. Sind wir jetzt wieder hoch, oder? Gleich mal abchecken. So, wohin müssen wir denn? Hier hin. Ja, da hoch. Und abbiegen, genau. So. Z.
So. What's up here? Ihr seid Profis, man merkt es schon. Bin ich jetzt richtig? Nö, ne? Oder? Zu halb, ja, ja. So, dann schauen wir doch mal, was der Kollege hat. Ist jetzt echt hier unten, ich bin falsch gefahren. Oh, schön, unsere Innenleitplanke, warte, ich schaff das. Wir schaffen das, oder? Oh, goddammit. Wo ist denn der? Ist jetzt wieder oben, oder was? Bäh? Bäh? Komme ich hier wieder hoch? Nee, ne? Das ist zu steil, ja, das sieht man. Ist okay, ist okay, ist okay. Kein Problem. Kein Problem. Alle Wege führen nach Rom. Ah, scheiß auf Rom, wer will nach Rom? Wir wollen dort oben hin. Ob da auch alle Wege hinführen? I don't really know. But I try to. Dorthin zu kommen. Das war mal perfekt, oder? Das war mehr als perfekt. Das war kinoreif. Da war das Gedudel aus. So, und wir werden ihn niemals bekommen. Kann das sein? Ich bin falsch. Oh Gott, mein Fahrstil heute. And now the end is near. Oh oh. Wo sind die jetzt? Abchecken, abchecken, abchecken. Ja, nee, ist klar. Was sind da sonst Buschern? Ich komme. Komme langsam, aber... What? Na super. Wir kriegen den schon wieder, wir kriegen den Kollegen. Wenn euch auch gegenseitig die Straßen spaltet, ist natürlich kein Problem für den, er zu entkommen. Ah, hier ist er. Siehst du, wenn ihr mich nicht hättet... Wow. Ihr seid so dumm, Kollegen. Ihr seid so strunzdumm. Mensch, schieß doch. So. So, wir reißen dem jetzt natürlich erstmal aus dem Auto. Gut. Das war mehr als gerechtfertigt, würde ich sagen. So. Perfekt. Gut, dann steigen wir mal ein. Na komm. Okay, don't be a sicko. There's nothing to see. Kann ich jetzt eigentlich wieder einen Mechaniker rufen oder wie sieht's aus? Ups. Das kann ja mal passieren. Graphic Services. Mechanic. Und... Perfekt. Ein persönlicher Mechaniker ist doch immer nett zu haben. So, was machst du hier? Dankeschön. Natürlich, immer. Man sieht's ja. So. Der Police Helper ist gecrashed. Ist ja nichts Neues. Was parken die eigentlich so dümmlich hier? No. Bin ich jetzt wieder bei grün angehalten, ich Idiot? Na. Oh Gott. Wenn der mich rammt, ich flippe aus. Okay, kein Problem, ich nehme den ja. Ich blink nach links und fahre nach rechts. Andersrum, ich blink nach rechts und fahre nach links. So. Müssen wir hier ein bisschen die Spur bekommen. Na komm, na komm. So, was auch immer der gemacht hat, ich bin mir nicht sicher gerade. So.
So, so, so. Dann wollen wir noch mal checken, was er hat. Hallo, ich wollte eigentlich die Waffe nehmen. I don't care. What? Aggressive and careless driving, oder bestimmt? Denke ich mal. Denk schon, oder? Das trifft ja so ziemlich auf jeden hier in Liberty City. Lizenz, bitteschön. Yeah. Lois Finch. So, dann steigen wir mal ein und checken mal die Dame ab. Und wir schauen mal. Lois Finch. Lois. Ob die Loise hat? Boah. Revoked. Und gesucht. Naja. Entzogene Lizenz und ein Haftbefehl offen. Das ist natürlich perfekt für uns. So, dann wird man die gute Dame nochmal aussteigen. Step out, please. Na, würdest du bitte stehen bleiben? Gut, so. Erstmal du melde dich jetzt. Und rühren, ob du irgendwas an deinem Körper hast. So. Denk mal nix, oder? Hoffe natürlich für dich nix. Eine Waffe. Du bist verhaftet. Haftbefehl ist offen gegen dich. Wir bringen dich zum Revier und dann hat sich das für uns erledigt. So, bitte mitkommen, Miss. Das Fahrzeug wird abgeschleppt, natürlich. So. Na dann. Geht es los hier. So. Wir fahren die gute Dame direkt zum Polizeirevier, was ja gleich um die Ecke ist. Wusste ich. So. Sorry. Ach ja. So, na dann nimmt die gute Frau mal mit. Und ich würde sagen, das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben oder sonst was, was Zuschauer zu machen. Und da lassen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part von Liberty City Police Department. First Response Mod. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.